In diesem Monat Mai wollen wir eine Predigreihe gestalten. Diese Predigreihe heißt Gemeinschaft oder Gemeinschaft. Wir wollen uns mit dem Thema Gemeinde beschäftigen. Was ist eigentlich Gemeinde? Was macht Gemeinde aus? Was ist der Kern und Urgedanke Gottes mit Gemeinde? Was ist dein Platz in der Gemeinde? Was ist das Verhältnis der Gemeinde zu Jesus Christus, ihrem Herrn? Und heute fangen wir mit dem ersten Thema an. Dieses lautet: Die Gemeinde als Braut Jesu. Wisst ihr, die Bibel verwendet viele Bilder, die uns vertraut sind, um unsichtbare geistliche Realitäten zugänglich und verständlich zu machen. Deswegen auch dieses Bild von Braut ist auch nicht wörtlich und natürlich zu verstehen, sondern es ist ein Bild, das Gott oder die Bibel benutzt, damit wir verstehen, was das Verhältnis oder diesen Aspekt des Verhältnisses der Gemeinde zu Jesus Christus. Zunächst einmal wollen wir die biblische Grundlage, das biblische Fundament legen für diese Aussage, dass die Gemeinde die Braut Christi ist. Woher haben wir, was ist die Referenz in der Bibel? Es gibt verschiedene Passagen, die das belegen, aber ich möchte nur zwei nehmen. Und die erste ist 2. Korinther, Kapitel 11 und Vers 2. Paulus schreibt: Denn ihr müsst verstehen, ich werbe geradezu eifersüchtig um euch, so wie Gott um euch wirbt. Wie ein Vater seine Tochter einen einzigen Mann anvertraut, so habe ich euch mit Christus verlobt, um euch ihm als unberührte Braut zuzuführen. Paulus schreibt hier der Gemeinde in Korinth. Er sagt, sie sind Christen, ich habe euch wie ein Vater seine Tochter mit einem einzigen Mann anvertraut. Das ist nämlich Jesus Christus. Ich habe euch mit Jesus verlobt, um euch ihm als unberührte Braut zuzuführen. Die nächste Passage wäre Epheser 5, Vers 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen, makellosen Braut für ihn wird. Ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Also, unsere Behauptung, die Gemeinde sei die Braut Christi, ist durchaus biblisch, ruht auf robustem biblischen Fundament. Wie gesagt, dieses Bild ist im übertragenen Sinne zu verstehen. Aber um das zu verstehen, was die Bibel damit meint, dass die Gemeinde die Braut Christi ist, muss man eintauchen, zurückgehen in das Verständnis von Braut bei den Menschen, die diesen Begriff ursprünglich ausgewählt und auf die Gemeinde übertragen haben. So muss man auch die Bibel verstehen. Was verstanden die Menschen, und die waren Juden, der Paulus, der hier schreibt, und andere Autoren der Bibel, die das Wort Braut oder die Gemeinde als Braut Jesu bezeichnen, sie haben vor Augen ein bestimmtes Bild, was dieses Wort Braut es auf sich hat. Und deswegen müssen wir eintauchen in ihre Welt, die Gedankenwelt, ihren kulturellen Kontext, damit wir nachvollziehen können, was sie damit meinen. Denn wenn wir versuchen, das Wort Braut aus moderner, jetziger, deutscher Perspektive zu verstehen, dann können wir den Kern dieses Gedanken nicht wirklich verstehen. Denn heutzutage versteht man Braut und Hochzeit ganz anders als zu der damaligen Zeit. Könnt ihr mir folgen? Sehr gut. So, wir werden uns deshalb anschauen, wie. Denn dieser Autor Paulus ist Jude, wie die jüdische Hochzeit so laut läuft, was sind so die Bräuche. Es gibt verschiedene Aspekte einer jüdischen Hochzeit, aber wir werden uns nur ein paar anschauen. Und die werden auch ausreichen für den Rahmen einer Predigt, damit wir einigermaßen einen Gesamtüberblick darüber haben, was die Bibel meint, was sie sagt, dass die Gemeinde die Braut Christi sei. Und folgende Aspekte werden wir betrachten, was die jüdische Hochzeit angeht, und werden wir sie übertragen auf die
auf das Verhältnis zwischen Gemeinde und Jesus. Der erste Aspekt ist der Brautpreis. Viele hier in Deutschland und in Europa, in der westlichen Welt, können mit diesem Begriff nicht viel anfangen. Man kennt das höchstens aus dem Wörterbuch. Aber Menschen aus anderen Teilen der Welt, wie Asien, Afrika, die können was damit verbinden. Denn damals war der Brauch so, dass wenn ein junger Mann sich für eine junge Frau interessierte, dass er einen Brautpreis zahlen musste. Das konnte sein in Form von Geld oder von Arbeitsleistung oder von sachlichen Geschenken. Damit kaufte er, oder man wollte eben Ehre und Respekt und Anerkennung ausdrücken für die Frau und für das, was ihre Eltern in sie investiert haben, um sie groß zu ziehen. Dann, wenn der Brautpreis bezahlt wurde, kam die Phase, die eigentliche erste Phase der Hochzeit, die Verlobung. Und bei dieser Verlobung gab es einen Ehevertrag, der verlesen wurde. Ich werde später darauf eingehen. Und dann, nach der Verlobung, ging der Bräutigam zurück in sein Land oder sein Dorf oder sein Elternhaus. Und dann verging eine gewisse Zeit. Das konnte Wochen oder Monate dauern. Und diese Zeit hat der Vater den nächsten Teil der Hochzeit vorbereitet. Und wenn alles fertig war, kam erst die Hochzeit. Der Vater war der Einzige, der den Termin der eigentlichen Hochzeit festlegen durfte. Und wenn der Termin feststand, ist der Bräutigam zu seiner Braut gegangen und hat sie abgeholt mit seinen Freunden. Und dann kam die eigentliche Hochzeitsfeier, wonach das Brautpaar schon anfangen durfte, auch die Hochzeit die Ehe zu vollziehen. So, wir fangen an mit dem ersten Punkt, Brautpreis, und wenn wir sehen, was es auf sich hat und wie sich das übertragen lässt auf das Verhältnis zwischen Gemeinde und Yeshua, unserem Messias. Also, ich habe vorhin gesagt, der Bräutigam oder der Anwärter, der eine junge Frau heiraten wollte, hat die Familie der Frau hat den Wert des Brautpreises festgelegt und der junge Mann musste diese Leistung erbringen. Wenn er das getan hatte, dann wurde die Frau zu seinem Besitz. Ja, und das Wort Ehefrau auf Hebräisch ist auch sinnbildlich dafür, ist das Wort Beula, bedeutet die in Besitz befindliche. Das heißt, ab dem Zeitpunkt wurde die Frau eben zum Besitz des Bräutigams. Und das Wort Ehemann ist Baal auf Hebräisch, bedeutet Besitzer. Man mag denken, naja, die Frau wird zum Besitz des Mannes. Das ist doch abwertend zu sagen, hey, ich bin als Frau Besitz eines Mannes. Aber in Wirklichkeit, in dem historischen Kontext, war das eine Ehre, weil in vielen umliegenden Kulturen war das so, dass die Frau überhaupt keinen Wert hatte. Ein Mann konnte in ein Dorf gehen, eine Frau nehmen, einfach mit ihr schlafen und Kinder machen. Er konnte jederzeit sie einfach wegschicken. Sie hatte keine Rechte. Bei den Hebräern war das anders. Der Mann musste zeigen, dass er Wertschätzung hat für die Frau, die er heiraten möchte. Deswegen musste er einen Brautpreis zahlen. Und der Vater der Vater der Frau durfte den Preis, die Höhe und die Natur des Brautpreises festlegen. Also nicht falsch verstehen, das war ein Zeichen der Ehre, dass man sagt, jetzt bist du mein Besitz, nicht im Sinne, dass du keine Rechte hast, sondern ich habe dich teuer erkauft, weil ich dich wertschätze, weil du mir so wichtig bist. Dann habe ich, ihr kennt ja von Jakob bei Laban zum Beispiel, er hat 7 Jahre gearbeitet für seine Frau, dann hat man ihm die falsche Frau gegeben, er hat dann weitere 7 Jahre gearbeitet. Das ist auch der Brautpreis. 14 Jahre insgesamt gearbeitet, um seine Frau zu heiraten. Das war eine Form von Brautpreis. Warum hat er das getan? Weil er die Frau liebte. Weil es ihm wert war, dass er 7 Jahre seines Lebens, 14 Jahre seines Lebens investiert, um diese Frau zu haben. Also, das war, dass man den Brautpreis zahlte, war das ein Ausdruck davon, du bist mir das alles wert. Ich bin bereit, wenn es notwendig ist, meinen ganzen Besitz zu verkaufen, um dich als meine Frau zu haben. Könntest du das nachvollziehen? Amen? So übertragen auf die
Gemeinde, sagt die Bibel in 1. Petrus, Kapitel 1, 18 und 19, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Lebenswandel nach der Art eurer Väter, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das heißt, Gott wollte für seinen Sohn eine Braut haben und er hat ihm alles gegeben, was er hatte, um diese Braut zu haben. Er hat sein Leben, sein Blut. Das zeigt, wie wertvoll die Gemeinde für Jesus Christus ist. Das zeigt, wie wertvoll du als Teil der Gemeinde für Jesus Christus bist. Denn die Gemeinde ist die Summe aller einzelnen Seelen und Mitglieder. Und er ist nicht für die Masse gestorben, er ist für jeden Einzelnen gestorben. Halleluja. Jesus hat nicht nur Silber oder Gold gegeben, das wäre nicht genug, um dich zu kaufen, um dich als Braut zu haben. Er hätte den ganzen Silber, den ganzen Vorrat an Silber und Diamant und Gold der Welt gegeben, aber das hätte nicht gereicht, weil du deutlich wertvoller bist. Und das Einzige, was genug war, um dich zu erkaufen, war sein eigenes Leben. Halleluja! So wichtig und so wertvoll bist du in den Augen Gottes und Jesus. Und so wichtig und wertvoll ist Gemeinde in den Augen Gottes und Jesu. Das hat ihn wortwörtlich, buchstäblich alles gekostet. Amen. So, nachdem der Bräutigam, wie ich vorhin sagte, den Brautpreis zahlte, erfolgte die Phase der Verlobung. Und Verlobung heißt auf Hebräisch Kiduschen. Bei der Verlobung gab es natürlich eine Feier und bei dieser Feier gab es ja die Verlesung eines Ehevertrages. Ja, beide Parteien sind einen Vertrag eingegangen und dann hat man dann vorgelesen und im Vertrag enthalten waren unter anderem die Pflichten der Eheleute. Ja, was sind die Pflichten des Mannes gegenüber seiner Frau und was sind die Pflichten der Frau gegenüber ihrem Mann? So, das hat man verlesen. Und das Brautpaar trank dann Wein aus einem gemeinsamen Kelch. Der Mann hat getrunken, dann hatte seine Frau getrunken und beide haben damit auch gezeigt, wir schließen miteinander einen Bund. So, jetzt übertragen auf die Gemeinde, sehen wir, dass Gott genau nach diesem Muster in der Gemeinde vorgegangen ist. Was den Kelch angeht, was den Ehevertrag angeht, ist es für uns als Gemeinde die Bibel. Es ist vor allem das Neue Testament. Ja, deswegen heißt es auch Testament, weil darin sehen wir, wozu Gott sich verpflichtet, uns gegenüber als Gemeinde und wozu wir Gott verpflichtet sind, beziehungsweise Jesus verpflichtet sind. Er verpflichtet sich, dass wenn wir ihm gehorchen, dass er uns ewiges Leben geben wird. Er verpflichtet sich, dass er uns heilen wird. Er verpflichtet sich eben, uns zu schützen, uns zu segnen, uns zu führen. Es gibt allerlei Verheißungen in der Bibel, die Gott uns gegeben hat, sodass Petrus sagen kann in 2. Petrus, Kapitel 1 und Vers 4, dass er uns die Verheißung gegeben hat, damit wir teilhaben können an seinem göttlichen Wesen. Seid ihr immer noch mit mir? Ist es zu abstrakt? Ja? Gut, dann mache ich weiter. Also, Jesus Christus ist in einem Bund mit uns. Und diesem Bund hat er Verpflichtungen uns gegenüber. Und der Bund hält nur, wenn die Parteien im Bund auch treu sind zu ihren Verpflichtungen. Und wir können gewiss sein, dass Jesus seinerseits absolut treu ist. Er ist treu von Anfang an bis ans Ende. Deswegen können wir uns festlegen auf das, was er verheißen hat. Denn er verpflichtet sich zu tun, was er verheißen hat. Wenn wir das verfolgen und fest daran halten und glauben und beten, dann werden wir unweigerlich erleben, dass Jesus Christus seine Treue, eine Bundestreue zeigen wird und auch tun wird, wozu er sich verpflichtet hat. Andersrum erwartet er auch von uns, dass wir unsere Verpflichtungen auch einhalten. Was erwartet er von uns als Gemeinde? Erstens, dass wir ihn lieben und dass wir
ihm gehorchen. Eigentlich ist Liebe, gehorchen ist auch in Liebe drin. Das ist das, was er von uns erwartet. Ja? Er heißt ja das größte Gebot, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Darum lesen wir auch, dass die Summe der Gesetze und der Propheten sich in eine Sache zusammenfassen lässt, nämlich du sollst den Herrn lieben und deinen Nächsten für dich selbst. Und wenn du Jesus liebst, wirst du ihn unweigerlich auch gehorchen. Amen. Das ist das, was er von uns erwartet, dass wir ihn lieben. Und wir werden auch später darauf eingehen, was es bedeutet, Jesus im Rahmen des Bundes zu lieben. Und damit der Bund auch aktiv wird, müssen beide Parteien zu ihren Pflichten stehen. Wie ich vorhin sagte, der Herr ist treu. Seine Treue reicht bis zu den Himmel, sagt die Bibel. Aber wir unsererseits, wenn wir die Kraft des Bundes zwischen uns und Jesus erleben wollen, dann müssen wir auch unsererseits Treue erweisen. Jesus Christus lieben, seinem Wort gehorchen und ihm vertrauen, dass er ein treuer Bundespartner ist. Und wenn die Gemeinde Jesu weltweit diese Treue auch erweisen würde, dann würden wir buchstäblich eben Erweckung erleben auf persönlicher Ebene, auf gemeindlicher Ebene und auf gesellschaftlicher beziehungsweise globaler Ebene. Er will, dass wir wissen, was er von uns erwartet, und dass wir ihn kennenlernen und dass wir ihn lieben lernen und in dieser Bundestreue auch leben. So, wie drückt sich das im Neuen Testament aus? Ein Ausdruck davon ist der Kelch, das Abendmahl. Wir lesen in Lukas 22, Vers 20. Ebenso nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. In Lukas 22, Vers 17 heißt es, und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Was Jesus hier macht, ist, dass er bildlich die Verlobung mit der Gemeinde zelebriert. Das ist ein Ritual, Verlobungsritual. Er nimmt den Kelch, trinkt daraus und gibt den Aposteln, die später das Fundament der Gemeinde legen würden. Und er befiehlt uns auch, so oft wir essen, erinnern wir uns an das, was er für uns getan hat. Auch deswegen zelebrieren wir das einmal immer, wenn wir zusammenkommen. Damit drücken wir aus, wir stehen in einem Bund mit Jesus Christus. Wir sind mit ihm verlobt. Halleluja. Wir sind die Braut Christi und wir stehen in einem Bund mit ihm. Und dieser Jesus Christus hat auch seinen Anteil darin. Er ist dem Bund treu. Und ich möchte auch ausdrücken, dass ich ihm meine Treue auch geben werde. So. Also wir sind verlobt, aber die Hochzeit im eigentlichen Sinne hat noch nicht stattgefunden. Es bedarf erstmal eines Termins. Und wann wird die Hochzeit stattfinden? Also der letzte Teil der Hochzeit stattfinden? Das weiß keiner. Denn, wie ich am Anfang gesagt habe, in der hebräischen Kultur war das der Kompetenzbereich des Vaters, des Bräutigams. Er allein durfte festlegen, wann die Hochzeit stattfinden würde. Vorher wollte er erstmal sicherstellen, dass alles bereit ist, ein bisschen Geld eintreiben und alles vorbereiten, damit die Hochzeit auch schön wird. Und genau das ist auch so mit unserer finalen Hochzeit mit unserem Bräutigam. Ihr kennt diese Passage, wo Jesus sagt, den Tag und die Stunde aber kennt niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Dort haben ihn gefragt, wann wird das Reich Gottes kommen? Das heißt, wann wird die Vollendung all dessen kommen? Jesus beruft sich hier auf diese Kultur, diesen Plan Gottes, sagt, das heißt nicht, dass Jesus den Tag nicht kennt. Er kennt. Also alles, was der Vater weiß, weiß er auch. Denn er sagte an anderer Stelle, der Vater zeigt mir alles, was er tut. Nur Jesus möchte einfach diesem Brauch treu bleiben. Ja, er möchte bei diesem
bildlichen Handlung Gottes bleiben. Und er sagt, es ist nicht mein Kompetenzbereich, den Tag zu verkünden, sondern es ist der Kompetenzbereich des Vaters, des Bräutigams. Er ist in dieser Logik von Hochzeiten. Sagt der Vater, das ist sein Teil, der wird den Tag verkünden, an dem diese Hochzeit stattfinden wird. So, wenn der Vater den Tag festgelegt hat, muss der Bräutigam zurückkommen und er muss seine Braut auch abholen. Und das macht er meistens in der Mitternachtsstunde und dann er kommt mit seinen Freunden, sie halten eben Fackeln in der Hand und gehen durch die Straßen der Braut. Sie weiß natürlich, dass er kommt, wann er kommt. Und dann holen sie, und sie ist da auch mit ihren Freundinnen und wartet auf den Bräutigam. Und sie holen ihn feierlich ab und gehen dann zur Familie des Bräutigams. Und dort wird dann die eigentliche Hochzeitsfeier ausgetragen. Und genau das sagt auch Jesus in Matthäus 25, in Vers 6 und 7. Er sagt, mitten in der Nacht aber hörte man ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese jungen Frauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Und als der Bräutigam seine Braut abholte, gingen seine Freunde ihm voraus mit Schofar. Schofar kennen wir mittlerweile von Gumma. So ein Widerhorn. Sie bliesen in die Schofar durch die Straßen, um uns anzukündigen, Achtung, der Bräutigam kommt, mach dich fertig, liebe Braut, er ist nah. So, auf dieses Bild geht Paulus ein, als er in 1. Thessalonicher über die Rückkehr des Herrn spricht. Er sagt, denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst aufstehen. Weiter heißt es, und wir, die wir am Leben sind, werden wir zusammen mit dem Herrn sein. Das heißt, Paulus verkündet hier auch und beruft sich auf dieses Bild von Hochzeit der Gemeinde mit dem Lamm Gottes. Er sagt, bevor er kommt, wird es eine Posaune geben, einen Befehlsruf des Engels. Seine Freunde werden ihn begleiten, dann vor ihm die Posaune ertönen lassen. Und alle, die tot im Graben liegen, werden das hören und sie werden auferstehen. Und alle, die noch am Leben sind, werden das hören und zusammen mit den Toten werden sie auf einmal verwandelt werden. Dann werden sie in die Höhe gezogen werden, um dort den Bräutigam zu treffen. Dann kommt endlich die letzte Phase der Hochzeit zwischen Gemeinde und dem Bräutigam. Und das lesen wir in Offenbarung 19, die Verse 6 und 9. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie das Geräusch großer Gewässer und lauter Donner, die sprachen. Halleluja! Denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr erlaubt, sich mit reinem und schönem Leinen zu bekleiden. Denn das kostbare Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes gerufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Das wird der Abschluss sein des ganzen Prozesses. Zuerst hat er den Brautpreis bezahlt, er hat sein Blut vergossen, um die Gemeinde frei zu kaufen. Die Gemeinde ist fortan sein Besitz. Und dann geht er zurück zu seinem Vater und der Vater bereitet die Hochzeit vor. Und dann kommt er irgendwann, um die Braut abzuholen. Und dann die Engel werden die Posaune ertönen lassen. Dann holt er die Braut zu sich nach Hause, zu seinem Vater. Dann gibt eben die Abschlussfeier. Es wird gefeiert. Und es gibt ein Hochzeitsmahl des Lammes. Und glückselig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes gerufen sind. Sagt ihr eins, erst bei diesem Hochzeitsmahl des Lammes werden alle Sehnsüchte des Menschenherzens und der Menschenseele für immer gestillt werden. Deswegen ist es der wichtigste Termin deines Lebens. Amen.
Er wird uns für immer sättigen. Und du wirst keine Bedürfnisse mehr haben. Keine. Das ist die vollkommene Glückseligkeit. Denn zwischen der Verlobung und der Hochzeit, der tatsächlichen Hochzeit, passiert noch viel. Wenn du nur verlobt bist, wird die Hochzeit noch nicht vollzogen. Man kennt das von Josef und Maria. Josef und Maria waren verlobt, aber Josef und Maria durften noch nicht zusammenleben. Da war immer noch eine gewisse Distanz zwischen beiden. Sie haben sich oft gesehen, sie haben geredet, aber sie durften die Ehe noch nicht vollziehen. Deswegen hat man sich gewundert und hat er sich gewundert, dass die Frau schwanger war, denn er war unschuldig. So, das heißt, jetzt sind wir mit Jesus verlobt und du fragst aber, warum geht es mir so mies? Warum geht es mir so schlecht? Warum erfahre ich die und die, jene Verheißung nicht? Warum habe ich immer noch das Problem und die Sünde? Ja, du wirst, solange wir noch in der Phase der Verlobung sind, werden wir immer noch unerfüllte und sogar unstillbare Sehnsüchte haben. Aber ein Tag wird kommen, wo wir am Tisch zusammen sitzen mit unserem Bräutigam. Er wird uns zu essen geben. Und wenn du von diesem Essen gegessen hast, hast du für die Ewigkeit keinen Hunger mehr. Halleluja. Und nichts in dieser Welt kann diesen Hunger final und vollkommen stillen. Erst dann am Tisch mit dem Vater und mit dem Bräutigam Jesus Christus wird er alle, ich sage sehr, sehr bewusst, alle Sehnsüchte deines Herzens, deiner Seele für immer und ewig stillen. Deine Seele und dein Herz werden gesättigt werden. Du wirst keine Frage mehr haben, keine Kämpfe mehr haben, keine Schmerzen mehr haben, keinen Wunsch nach Anerkennung oder Ansehen oder wie auch immer. Das wirst du nicht mehr haben. Du wirst vollkommen die vollkommene Liebe Gottes erfahren. Die vollkommene Fürsorge und Versorgung Gottes erfahren. Warum? Weil du in der Gegenwart deines Bräutigams bist. Amen. Wenn zwei Leute verlobt sind und noch nicht zusammenleben dürfen, dann ist die Sehnsucht stark. Ich möchte meine Geliebte bei mir haben, aber ich kann sie nicht immer bei mir haben. Und ich denke stets an sie. Ich will sie gerne sehen, mit ihr reden, sie in meine Arme nehmen und Intimität mit ihr haben. Aber das ist nicht möglich. Und ich habe die Sehnsucht. Aber dann kommt die Hochzeit. Dann leben wir zusammen. Aber da hört auch der Vergleich auf, weil wenn die Hochzeit bei Menschen kommt, man zusammenlebt, kann man nicht sagen, dass alle Sehnsüchte gestillt sind. Ein paar sind gestillt, neue Probleme entstehen. Aber hier bei der Hochzeit mit dem Lamm Gottes werden alle Sehnsüchte gestillt. Deswegen heißt es, glückselig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes gerufen sind. Sei dabei. Amen. Wenn du einen Termin verpassen musst, bitte nicht diesen. Und du hast die Einladungskarte bekommen. Du bist eben Teil dieser Braut. Und tu alles, dass du auch bis zum Ende dabei bist, dass du teilnehmen kannst an diesem Hochzeitsmahl des Lammes. Halleluja. Und wir hören eben von Menschen, die zeitweise in den Himmel entrückt wurden. Sie sagen tatsächlich, dass sie da einen Tisch gesehen haben. Sie gesehen haben, wie die Engel gerade einen Tisch am Vorbereiten waren. Es ist ein endloser Tisch. Du magst dich fragen, an welchem Tisch, wie lang muss der Tisch sein, damit alle Christen von allen Generationen dort sitzen können. Das sind Dimensionen, die wir uns nicht vorstellen können. Der Tisch des Herrn. Du wirst auch einen Platz haben. Und an jedem Platz wird ein Name geschrieben werden. Du wirst einen neuen Namen bekommen, wenn du siegreich bist am Ende und es auch in den Himmel schaffst. Du kommst da an und dein Name ist eingraviert auf deinen Stuhl. Nicht nur so ein billiges Papier drauf, sondern dein Name ist eingraviert. Amen. Das sind individualisierte Sitze und Stühle und Teller und Besteck. Es ist individualisiert. Genau wie du es magst. Und dann wird der Herr sagen,
lass uns essen. Und die Engel werden singen, wir werden tanzen und frohlocken, bis es gibt ja kein Ende mehr in der Ewigkeit. Ich hätte fast gesagt, bis ans Ende. Das gibt's nicht. So, das Ganze bedeutet Folgendes für mich und für dich auf persönlicher Ebene. Dass Jesus dich liebt. Und zwar in einem Ausmaße, wie du dir niemals, niemals in diesem Leben vorstellen kannst. Nicht, zumindest nicht vollständig. Und diese Liebe hat er gezeigt, indem er den höchsten Preis bezahlt hat, damit du Teil von ihm bist. Damit du seine Verlobte bist. Damit du Teil von seiner Braut bist. Dass du die Vergebung deiner Sünden erfährst und ewiges Leben hast. Die nächste Erkenntnis ist, dass du ein Besitz Jesu bist. Du bist der, Jesus ist dein Besitzer. Und das hat weitreichende Implikationen. Das bedeutet, dass Jesus für dich zuständig ist. Schon gewusst? Jesus ist für dich zuständig. Er ist für deine Gesundheit, für deinen Schutz, für deinen Frieden, für alles, was du brauchst, was du bist. Er ist für dich zuständig. Und es wird höchste Zeit mit dieser Erkenntnis, dass wir wieder werden wie kleine Kinder. Kleine Kinder verstehen, dass sie auf ihre Eltern komplett angewiesen sind. Obwohl sie Menschen sind, die Rechte haben. Aber sie verstehen, dass sie komplett auf ihre Eltern angewiesen sind. Und vertrauen auch ihren Eltern komplett. Schau dir die kleine Kayla hier von den Mangas. Hey, sie weiß, Papa ist da, Mama ist da. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich muss mich um nichts sorgen. Sie werden es schon tun. Sie werden meine Sorgen tragen. Sie werden dafür sorgen, dass ich genug zu essen habe, genug Klamotten habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Und sie vertraut ihnen total. Und das passiert, wenn du verstehst, Jesus ist für mich verantwortlich. Und er ist ein treuer Besitzer und ein guter Besitzer, ein großzügiger Besitzer. Er ist mein Herr, mein Kurios. Amen. Also ab jetzt verstehe, dein Leben gehört dir nicht mehr. Und dass er Besitzer ist, bedeutet auch, dass er auch das Recht hat, dich über dich zu bestimmen. Dir zu sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Das muss die Gemeinde auch im 21. Jahrhundert verstehen. Wir sind nicht mehr unser Besitz. Das heißt, wenn du zu Jesus kommst, hörst du auf, nach deinem eigenen Herzen zu leben. Sondern du fängst an zu leben, wie er das will. Und das ist das Beste, was du für dich selbst tun kannst. Jesus ist fürsorglich, habe ich schon erwähnt. Jesus gibt dir eine neue Identität als Bräutigam der Gemeinde. Wenn eine Frau heiratet, hört sie auf, zur Familie, zu ihrer Familie zu gehören. Sie gehört fortan zum Mann und zur Familie des Mannes. Und teilweise trägt sie den Namen des Ehemannes. Sie wird auf jeden Fall mit dem Mann in Verbindung gebracht. Und das gibt ihr eine neue Identität. So gibt uns Jesus auch eine neue Identität, wenn wir zu ihm kommen. Er gibt unserem Leben auch Sinn und Ehre. Für die Frau in dem Zeitalter, wo die Bibel geschrieben wurde, war das eine Ehre, verheiratet zu werden. Ja, im Gegenzug war das wie ein Fluch, wenn man nicht verheiratet war, damals. Ja, und wenn Paulus dieses Wort benutzt, dann will er auch damit ausdrücken, dass Jesus uns die Ehre verschafft hat, dass wir in einer intimen, persönlichen Beziehung mit ihm sein und leben dürfen. Und du sollst diese Ehre auch wertschätzen. Jesus ist die Erfüllung aller deiner Sehnsüchte. Nichts anderes und niemand anderes kann und wird jemals deine Sehnsüchte stillen, sondern Jesus Christus allein. Und weil er unser Bräutigam ist, weil er uns geliebt hat, weil er den höchsten Preis bezahlt hat, sollen wir ihn im Gegenzug lieben. Amen. Die Bibel sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das alles soll uns Liebe
inspirieren. Liebe ist kein Befehl. Wenn du siehst, wie Jesus ist und was er für dich getan hat, und das bringt Liebe in dir hervor. Und du liebst ihn zurück. Das erwartet man von einer Ehefrau gegenüber ihrem Ehemann. Richtig oder falsch? Frau soll ihren Mann lieben und respektieren. Jesus ist, du sollst auch Jesus treu sein. Das erwartet man von einer Frau gegenüber ihrem Mann. Genau wie der Bräutigam Jesus treu ist gegenüber der Gemeinde, das erwartet man vom Mann gegenüber seiner Frau. So erwartet Jesus, dass seine Braut ihm gegenüber treu ist. Schmücke dich mit Treue, sagt die Bibel. Das ist das Zeichen der Braut, dass wir dem Herrn die Treue halten. Im Alltag. Treue heißt nicht, sonntags in die Gemeinde kommen. Treue heißt, dass ich meinen Alltag gestalte in Liebe für Jesus, in Ehrfurcht vor Jesus Christus, im Gehorsam. Und dass, wenn ich auch ein Gelübde abgegeben habe, wenn ich mich zu etwas verpflichtet habe, gegenüber Gott oder Menschen oder für die Gemeinde oder wie auch immer im Dienste Gottes, dass ich meine Verpflichtung auch treu nachgehe. Das ist ein wichtiger Punkt. Heutzutage nehmen viele Leute das auf die leichte Schulter. Und ich sage euch, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, wird das eins der Kriterien sein, wonach er uns richten und belohnen wird. Warst du treu in dem, was du gesagt hast? Eins hast du gesagt, ich möchte die Gemeinde putzen. Hast du das auch treu gemacht? Ja? Das sind Dinge, die wir vernachlässigen, vielleicht weil wir denken, ja, ich mache es eh freiwillig, niemand kann mir was sagen. Aber Jesus Christus ist der Herr der Gemeinde. Jesus Christus ist der Bräutigam der Gemeinde. Ja, und das nimmt er auch wahr. Schon gewusst? Oder Pünktlichkeit. Du verabredest dich, komm um 3 und du kommst um 4. Das ist nicht Treue. Aber wir lernen Treue in kleinen Dingen. In kleinen Dingen. Da zeigen wir Treue. Und die kleinsten Dinge sind auch Jesus auch ganz, ganz wichtig. Schon gewusst? Die kleinsten Dinge. Und er hat gesagt, deshalb, wenn du in wenig treu bist, wird man dir mehr anvertrauen. Wenn du in wenig nicht treu bist, warum sollte man dir mehr anvertrauen? Wenn du bei Pünktlichkeit nicht treu bist, warum sollte man dir zum Beispiel Leitung anvertrauen? Das geht, das hast du nicht verdient. Amen? Okay, jetzt wollen wir uns kurz zusammenfassen, auch zum Ende. Jesus hat dich erkauft, er hat den Brautpreis bezahlt, sein Blut, und du gehörst ihm und ihm allein. Das bedeutet, dass du niemandem das Recht geben darfst, Macht über dich zu beanspruchen. Zum Beispiel, wenn Satan dich unterdrückt oder wie auch immer nach deiner Seele jagt, dann hast du das Recht, ihm zu sagen, pass auf, ich gehöre dir nicht mehr, sondern ich gehöre Jesus Christus. Ich bin sein Besitz, weiche von mir. Du stehst mit Jesus in einem Bund. Dieser Bund ist mit einem Ehebund vergleichbar. Und dieser Bund bedeutet, dass Treue, ich wiederhole mich gern, Treue notwendig ist, damit der Bund auch funktioniert, damit der Bund auch in Kraft tritt. Treue von Seiten des Herrn und Treue von deiner Seite. Und der Herr seinerseits ist immer treu. Paulus sagt, sind wir untreu, so bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Sei treu. Und lass uns treu sein als Gemeinde und als Braut Christi. Wir leben im Moment in der Verlobungsphase. Das heißt, er liebt uns, er hat den Preis bezahlt, aber er hat uns hier gelassen und ist zurückgegangen zum Vater. Wir sind verheiratet, weil in der jüdischen Kultur war die Verlobung schon Teil der Ehe. Nur mit dem Unterschied, dass man die Ehe noch nicht vollzogen hat. Man war wie verheiratet, man war quasi verheiratet. Das heißt, wir sind jetzt schon verheiratet, auch wenn es die Verlobungsphase ist. So, und in dieser Phase, weil wir noch nicht vereint sind mit dem Bräutigam, haben wir immer noch einige Mängel, einige Sehnsüchte. Wir fühlen uns mal einsam und verlassen und arm dran und so weiter.
Also nicht wundern, warum wir manche Verhältnisse, Verheißungen noch nicht erlebt haben in dieser Phase. Und es kommt die eigentliche Hochzeit oder die Hochzeitsfeier und der Vater hat den Tag festgelegt und er bereitet gerade das Fest vor. Wenn die Zeit gekommen ist, wird die Braut zurückkommen, er wird uns rausnehmen aus dieser Welt, wir werden in die Ewigkeit gehen und dort das Hochzeitsmahl des Lammes feiern. Und er sagte, erst dann werden wir satt sein, vollständig satt werden in unserer Seele und in unserem Herzen. Und erst dann werden alle Sehnsüchte unseres Herzens, unserer Seele in Erfüllung gehen, beziehungsweise gestillt werden. Und ich habe große Vorfreude auf diesen Tag. Du auch? Dann lebe wie eine Braut, die auf ihren Bräutigam wartet. Lebe wie eine Braut. Lebe nicht wie ein Mädchen, was immer noch auf der Suche ist nach einem hübschen jungen Mann. Nicht herumwandern und herumirren, sondern sei fokussiert. Du hast deinen Liebling gefunden. Das ist Jesus Christus. Und dein Herz ist ungeteilt, ihm gewidmet. Und du bist treu. Und du lebst in der Erwartung, dass er kommt. Du hast die Gewissheit, er wird kommen. Wann? Weiß nicht, aber er wird kommen. Und wenn er kommt, wird er dich in die ewige Seligkeit führen. Lass uns beten, bitte. Halleluja. Ich fühle mich dem Gott gegenüber im Dank verpflichtet für all diese wunderbaren Dinge, die er für uns getan hat, dass sein Sohn kommt und den Preis, den höchsten Preis bezahlt, um uns zu erkaufen. Und wir werden zu seiner Braut. Er gibt uns Ehre, dass wir seine Braut sind. Und er geht im Haus seines Vaters und bereitet einen Platz vor. Und er sagt, mein Kind, ich komme bald. Ich werde dich mitnehmen und du sollst für immer bei mir sein. Und nichts und niemand mehr soll uns trennen. Bitte bete, dass Jesus dir die Gnade schenkt, ihn zu lieben, zu warten. Zu warten, bis er kommt. Nicht abgelenkt zu sein, nicht auf Irrwege zu kommen. Bete, dass du in der Wartezeit treu bist. Jesus gegenüber treu bist in allen Dingen. Dass du ihn liebst mehr als alles. Oh, Rabashaka, Rabasaka, Rabala. Robo Sheterebe Siko Torobo Yabaka Fariara. Robo Kata Yeterina Mosko Torobo Sheke. Oh, Jesus. Danke für diese Gnade, Herr. Danke für diese Gnade. Danke für diese Gnade. Danke, dass du uns hilfst, Jesus, dir die Treue zu halten. Danke, dass du uns hilfst, Jesus, dich zu lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Danke, Jesus, dass du uns hilfst, wachsam zu bleiben, Herr. Wachsam zu bleiben. Danke, dass du uns hilfst, Herr. Dass wir teilnehmen dürfen am Hochzeitsmahl des Lammes. Oh, beschütze uns, stärke uns, hilf uns, Herr. Erfrische uns, Herr. Lass uns wachsen in der Hoffnung, in Liebe und im Glauben, Herr. Unerschütterlich sein. Wir wollen dabei sein, Herr. Wir wollen dabei sein, Herr. Hilf uns in der Stunde der Versuchung, in der Stunde der Entmutigung. Hilf uns, Herr. Stärke unser Herzen, dass niemand verloren gehen, Herr. Oh, Halleluja, Halleluja. Und wenn du mir zuhörst, ob hier im Raum oder per Video, und du bist noch nicht Teil der Braut Jesu, Teil der Gemeinde, du hast diese persönliche Beziehung mit Jesus nicht.
diese intime Beziehung mit Jesus nicht, dann möchte ich einladen. Es ist noch Platz am Tisch des Herrn für das Hochzeitsmahl des Lammes. Es ist noch Platz. Du kannst heute noch deinen Platz dort bekommen. Wenn du dich eins machst mit Jesus Christus, wenn du ihm dein Leben anvertraust, wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass du mit mir betest. Dass du folgendes Gebet nachsprichst, von ganzem Herzen. Und wenn du es ernst meinst, wird Jesus Christus dir vergeben und er wird dich mit aufnehmen in seine Braut, seine Gemeinde und auf seinen Tisch. Komm, bete wie folgt mit mir. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr geliebt hast, dass du den Preis bezahlt hast, um mich frei zu kaufen von der Sünde und von der Gefangenschaft Satans. Danke, Herr. Ich bitte dich heute, dass du all meine Sünden vergibst. Denn ich erkenne, dass ich Sünder bin. Ich habe ganz viele Fehler gemacht. Und ich bekenne meine Schuld vor dir heute. Ich gebe sie dir ab, Herr. Vergib mir. Wasche mich rein, Jesus. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Und ab heute mich abwenden von meinen sündigen Wegen. Nur noch für dich zu leben. Bitte hilf mir jeden Tag. Komm und fülle mein Herz mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart. Nimm mich auf in dein Reich heute. Ich danke dir dafür. Amen. Halleluja.